Hallo meine Lieben, wir begrüßen euch aus unserer Lego-Stadt. Dieses Mal wirklich ein guter Überblick über unsere doch ja immer größer werdende Stadt. Ich hoffe, ihr genießt den Ausblick genauso wie wir. Genau. Wir sehen eigentlich jetzt gerade nicht viel, aber naja. Ja, ihr sollt ja die Stadt sehen und nicht wir. Wir haben uns heute mal wieder vor die Linse zerren lassen, weil wir etwas mit euch zu feiern haben. Oh ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ein paar von euch auf jeden Fall, denn in manchen Kommentaren ist schon gestanden, wir haben... Es sind in der letzten Zeit einige neue Gesichter dazugekommen und das freut uns natürlich sehr. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich hoffe, euch gefallen unsere Videos. Und ja, natürlich haben wir die 3000 Abonnentenmarke geknackt, oh, was ja. Rita wahrscheinlich sagen wollte, genau. Was uns sehr freut. Also es ist wahnsinnig schnell gegangen. Wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Nein. Die sind gerade erst da gesessen, da waren es 50, dann mal 100 und jetzt schon 3000. Also es geht wirklich rasend schnell. Eindeutig so und war das. Ja, ihr wisst ja, für uns die Abonnenten sind natürlich jetzt nicht das Maß aller Dinge. Wir zählen da nicht jede Sekunde nach, ob schon wieder wer dazugekommen ist und warum uns schon wieder wer deabonniert hat, was ja auch vielleicht mal sein kann. Aber es freut uns trotzdem. Genau. Genau. Ja, es sind also schon sehr viele Leute dabei. Es freut uns immer wieder, dass wir schon sehr viele Stammzuschauer haben, die unsere Videos ganz brav immer sofort kommentieren, wenn sie online kommen. Also das ist wirklich der absolute oh, ja. Wahnsinn. Das können wir nur nochmal in aller Form sagen, dass uns das so freut und wir so viele gute Ideen von euch bekommen. Unsere Stadt wäre, glaube ich, oder glauben wir beide, nicht das, was sie jetzt ist ohne euch. Also ihr helft uns da wirklich sehr viel mit euren Tipps, mit eurer Expertise. Wir sind schon auf viele Ideen gekommen. Nicht, dass es uns beiden jetzt gänzlich an Kreativität in Sachen Lego mangelt, aber wir sind schon auf viele Dinge gekommen, die wir ohne euch wahrscheinlich nie bedacht hätten. Oder vielleicht erst irgendwann. Und so halt sofort. Es geht auf jeden Fall noch lange weiter, hoffen wir. Wir haben noch viele Ideen. Eigentlich kommt einem, jedenfalls mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit zunehmender Zeit hier oben kommen mir immer mehr Ideen und ich weiß oft gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll weiterzubauen, weil es mehrere tolle Baustellen geben würde. Und ja, wir nutzen die Zeit hier auf jeden Fall sehr gut aus. Wir genießen die Zeit hier am Dachboden auch sehr. Und uns freut es, wenn euch gefällt, was wir hier so abfilmen. Wir werden auf jeden Fall noch weiterhin einige Projekte am Start haben. Da könnt ihr euch sicher sein. Auf jeden Fall. Viele Projekte, die auch noch weit in weiter Ferne stehen. Da gibt's. Leider. Und an denen wir aber jetzt schon am liebsten arbeiten würden, wie zum Beispiel die Unterwasserwelt. Aber irgendwie, ja, es ist auch noch der Strand und... Jetzt wird irgendwie das Winterdorf auch wieder interessant. Jetzt wird das Wetter wieder kälter, schön langsam. Ja. Im Supermarkt gibt es schon wieder Lebkuchen und Spekulatius. Und ja, das bringt uns wieder in Winterstimmung. Jetzt haben wir wieder am Winterdorf weitergebaut. Es sind gerade Straßenplatten gekommen, die ich heute alle verbaut habe. Wir haben eine Bricklink-Bestellung mit 15.000 Teilen bestellt. Die werden wir euch sicher zeigen. Und dann haben wir auch Ideen, wo die Steine hinkommen. Also ja, es ist wirklich sehr toll. Wir würden euch eigentlich am liebsten alle hierher einladen und euch dieses Projekt zeigen, denn ihr... Seid ja mit ein Teil davon, das geht natürlich leider nicht. Aber Sie sind ja trotzdem irgendwo eingeladen. Aber ihr seid immer natürlich herzlich eingeladen, unsere Videos zu schauen. Und wir haben uns für diesen 3000 Abonnenten Meilenstein etwas überlegt. Und zwar sind wir momentan auf geheimer Mission. Wir sind im Gespräch mit einem Legoland in Amerika und auch mit diversen Bricklink-Shops. Oh, ja. Wir möchten euch nämlich mehr oder weniger Teil dieser Lego-Stadt werden lassen. Mehr verraten wir aber da noch nicht genau. Also da wird es bestimmt mal in nächster Zeit eine Einschaltung dazu geben, eine Sondersendung sozusagen. Und dann wird es bestimmt mal vielleicht auch für euch wieder ganz interessant werden. Ja, was sollen wir sonst noch sagen? Vielen Dank auch natürlich an die ganzen stillen Zuschauer unter euch, die keine Kommentare schreiben. Wir freuen uns auch natürlich sehr, dass ihr unsere Videos einschaltet und wir haben auch mittlerweile schon sehr viele internationale Zuschauer, was
uns natürlich auch sehr freut. Also dann wurde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, eine Parodie von uns zwei Oh gemacht. ja, Also vielen das. Dank an Grimona hier an der Stelle. Die ist einfach so toll gemacht. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Da wurde ein Teil unserer Stadt nachgebaut. Unsere Küche wurde nachgebaut aus Lego, was ich genial finde. Also ich habe echt, also Ja, ein wir sind Wahnsinn. da beide aus allen Wolken gefallen. Das war gerade, wir waren da zwar, waren wir da in der Lego-Stadt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade an meinem Kaffee genippt und habe dann, wie die Nachricht gekommen ist, fast den ganzen Kaffee verschluckt oder habe mich am Kaffee verschluckt, so wollte ich sagen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Es ist wirklich ein total cooles Video gekommen. Ja. Es ist sogar ein Making-of mittlerweile Oh auf ja. YouTube. Wir werden das Video auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken, dass ihr euch es ansehen Wenn ihr könnt. das noch nicht gesehen habt, unbedingt reinschauen. Es ist so, so cool geworden. Also wirklich so viel Arbeit für uns, trotzdem, ja, quasi für uns investiert. Es ist schon, also wirklich Also, ein herzliches Dankeschön. vielen Dank. Apropos investieren, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Und zwar wollten wir uns auch bedanken. Vielleicht wisst ihr es ja, es so läuft manchmal bei unseren Videos ein bisschen Werbung. Wir haben uns jetzt sogar schon unsere ersten Lego-Sets und Lego-Steine mit dem Geld gekauft, das mehr oder weniger von euch kommt. Und zwar jedes Mal, wenn ihr euch ein Video von uns anseht, wo eine kleine Werbeeinschaltung kommt, dann bekommen wir ja ein bisschen etwas. Es ist nicht viel, aber ein bisschen etwas. Aber ja, wir sind sehr zufrieden und wir haben uns jetzt schon ein paar Lego-Steinchen gekauft. Also vielen Dank an dieser Es sind Stelle. wirklich nur ein paar, aber immerhin trotzdem, wir freuen Und uns über also die Stadt zu finanzieren, das geht jeden. sich jetzt im Moment noch nicht aus, aber wer weiß. Und was ich auch noch sagen wollte, oder besser gesagt, wir beide, was uns total freut, wir haben in unserer Videobeschreibung immer Affiliate-Links zu Amazon und jetzt auch zum Lego-Shop. Und ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube, wir haben das nie irgendwo in einem Video mal beworben oder irgendwo gesagt, dass wir diese Links haben. Die waren einfach immer da. Aber ja, ich habe mich da ehrlich gesagt auch nicht so gut darum gekümmert. Naja, aber Und du hast, ich finde es eine große Hilfe, wenn man dann auf die richtige Seite kommt. das ja, natürlich. Also wenn wir zum Eben. Beispiel Sets vorstellen oder wenn Genau. Sets in den Videos vorkommen, haben wir sehr oft dann mehr oder weniger den Amazon direkt zu diesem Lego-Set. Das ist bei sehr vielen Videos der Fall. Aber was uns sehr freut, ist, dass schon hunderte Leute auf diese Amazon-Links geklickt haben und dann auch schon sehr viele Leute auch was darüber gekauft haben. Also das freut uns wirklich sehr. Wir können uns da nur in aller Form bedanken. Ihr wisst, dieses Geld geht zu 100% wieder in die Oh ja. Lego-Stadt. Rita bekommt da nichts davon in privater Natur. Das wird alles gut investiert, sozusagen. Aber auch in Wassersteine. Also indirekt kommt es mir ja dann wieder zugute. Zum Beispiel, ja, genau, ja. Und dann haben wir Genau. noch eine kleine, mich wundert es übrigens, warum ich heute so abseits sitze. Ich weiß nicht. Du bist hier im Zentrum und ich sitze hier nur mehr oder weniger als zweite Geige neben dir, aber Das so habe ist ich das wohl aus wahrscheinlich. Versehen so Ja, gemacht. ich bin halt mehr oder weniger nur Ritas Assistent Genau. und sie wird jetzt eine kleine Ankündigung vornehmen, die uns und den Kanal betrifft und ja, ohne Höchst weitere dramatisch. Umschweifungen werden wir sie verkünden lassen, was sie zu verkünden hat. Naja, ihr habt ja schon gesehen, unsere Stadt ist groß. Wir sind aber am Überlegen, ob wir sie noch nicht doch weiter vergrößern. Also eigentlich nicht die Stadt, sondern mehr das Team, das quasi die Stadt baut. Denn ihr merkt schon selber, es ist hier eine Baustelle, da eine Baustelle. Eine Unterwasserwelt gäbe es zu bauen, ein Mittelalter-Diorama gäbe es zum Bauen. Es gäbe ja Wir so viel werden zu diesem machen. Projekt einfach nicht mehr Herr. Es ist so. Jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir da? Und haben eine Jobausschreibung hinausgegeben und es hat sich jemand gemeldet. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ist nur ganz kurz aufgetaucht und es waren sofort tausende Bewerber. Und das, ja, leider müssen wir sagen, ist er jetzt noch nicht da, aber er wird relativ bald bei uns arbeiten. Und das Gute ist, dass wir schon mal ein Arbeitsoutfit für die Person gestaltet haben. Also das ist wenigstens schon mal
Das gibt's hier schon mal. Und das haben wir uns gedacht, wenn wir uns, also wenn wir die Person noch nicht vorstellen können, dann zeigen wir wenigstens das Arbeitsoutfit und das sieht folgendermaßen aus. Sieht man das? Das sind große Worte, Rita. Ja, sagen wir so, ein paar von euch haben es schon in den Kommentaren geschrieben, auch speziell nach dem Hochzeitsvideo und dergleichen. Andere Leute haben sich's wahrscheinlich gedacht. Ich weiß nicht, ich habe immer dann in den Kommentaren öfters geantwortet, dass Rita in der letzten Zeit wohl so einen ungehemmten Appetit hat oder dass ihr die Nachspeisen zum Kaffee so gut schmecken. Aber natürlich, es ist nicht zu verleugnen, Rita kommt bald nicht mehr bei unseren schmalen Wegen zwischen der Lego-Tischplatte und der Wand durch. Geschweige denn durch die Löcher. Ja, Aber also gut. es ist immer schwieriger jetzt und wir haben uns gedacht, wir müssen das euch jetzt auch mal sagen und euch informieren, denn sonst wird das nichts. Also wir bekommen Der einen Baronachwuchs. Baunachwuchs, der uns hier hoffentlich in der Stadt helfen wird. Wir haben nicht vor, natürlich mit unserem Lego-Projekt aufzuhören. Rita sitzt halt mehr beim Bauen. Sie hat heute wieder, ich glaube, über 1000 Wasserfliesen verbaut und das ja, macht sie halt, wenn sie nicht mehr stehen kann im Sitzen. Lego ist ja zum Glück ein Hobby, was man Flexibel. auch als ich bin keine Frau, aber vielleicht als schwangere Person machen kann. Das ist jetzt kein Extremsport wie, keine Ahnung, Fallschirmspringen oder so, was man oder Tiefseetauchen, was man dann vielleicht nicht mehr machen soll, wenn man Nachwuchs erwartet. Lego bauen ist da ganz gut als Hobby. Als Tipp, Und ja, wenn ihr interessiert seid. werden natürlich alles tun, um in Zukunft auch weiterhin so tolle Videos zu produzieren. Wir sind übrigens auch schon ein bisschen am Schauen gewesen. Was dann so als, weil die Lego-Stadt ja doch etwas filigran ist. Jetzt haben wir schon mal geschaut, was wir noch so von unseren Kindheitstagen da haben, damit der Junior ja kein Playmobil-Fan wird. Oh ja. Aber keine Sorge, wenn er das wird, dann wird er auf jeden Fall enterbt. Also da könnt ihr euch sicher sein. Ja, also das ist die große Neuigkeit wahrscheinlich. Oder die anderen, für die anderen wird es wahrscheinlich interessanter sein, dass wir 3000 Abonnenten haben. Keine Ahnung. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über alles. Es ist in der Tat so. Auf jeden Fall. Oder freust du dich nicht? Ich glaube schon. Das Einzige ist eben, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wirklich da uns geholfen wird beim Bau der Stadt, aber gut. Es ist genauso wie die Lego-Stadt Guting braucht Weile. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Rita geht es auf jeden Fall sehr gut. Ja. Falls ihr sie fragen würdet, ich würde sagen, alles ist in Ordnung. Und ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir so viele Zuseher bei YouTube haben. Und wie gesagt, dass eine Parodie über uns gemacht wurde. Schreibt weiter so brav in die Oh Kommentare. ja, wir freuen Schaut uns wirklich über weiterhin so jeden. brav unsere Ja. Videos, schreibt uns auch natürlich, was ihr gerne sehen wollt. Das macht ihr sowieso schon, aber vielleicht könnt ihr uns wieder mal, ja, ich will ein Zugvideo sehen oder ich will, keine Ahnung was, ein Rita am Strand-Video sehen. Also es gibt da viel zu entdecken. Ich bin auch heute erst wieder beim Rundgang durch die Stadt wieder auf kleine Ecken und Details draufgekommen, die ich schon fast vergessen habe. Also es ist wirklich ein tolles Projekt, falls ihr fragt, die Stadt hat mittlerweile über 80 Quadratmeter Fläche. Wir haben schon über 100 Videos darüber gemacht und es werden sicher noch Hunderte, wenn nicht Tausende werden, wenn es so weitergeht. Das hoffe ich doch. Und ich hoffe auch, dass ihr dabei seid und natürlich auch selbst irgendwas Tolles baut. Vielleicht eine Lego-Stadt, vielleicht auch einfach nur ein eigenes Auto vielleicht. Genau, ja. Also ihr seid ja auch sehr kreativ. Genau. Uns haben schon einige Meldungen erreicht, dass Leute jetzt auch eine Lego-Stadt Oh ja, und viele bauen Bilder haben anfangen. wir auch Wir haben bekommen. auch Bilder bekommen, wir bekommen Fotos auf Ja. Instagram und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr toll. Das freut uns immens. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen und Kommentieren und mit uns mitbauen, mit uns mitfiebern. Und ja. Danke für eure Treue. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr. Ihr seid die Besten. Danke. Tschüssi. Tschüss.